So, meine Lieben, heute ist Sonntag und Rico hat gesagt, ich soll in die Kamera gucken. Ist das so richtig? Rico, ist das so richtig? Ich gucke immer da unten hin. Rico! So, was viele von euch vielleicht noch gar nicht wissen, ich schreibe Bücher und verlege die selbst in einem Selbstverlag bei BOD. Und da kann man wirklich ganz einfach Bücher veröffentlichen. Ihr schickt einfach, ihr meldet euch das an bei BOD. Denen ist völlig wurscht, was in dem Buch steht. Ich glaube, es darf nicht fremdenfeindlich, nicht Hassreden und so. Ja, das ist ja logisch. Also die Texte müssen sich im Rahmen des gesetzlichen Möglichkeiten bewegen. Und dann könnt ihr dort für 40 Euro, glaube ich, ein Buch veröffentlichen. Ihr müsst keine Exemplare kaufen, müsst ihr nicht. Denn die Bücher werden erst gedruckt, wenn sie bestellt werden. Und die melden die in allen Buchshops an. Ihr könnt also von Libri, Buch.de, Amazon, iTunes, überall gibt es Buch. Und ihr habt dort auch keine laufenden Kosten, also keine monatlichen Kosten. Und das zweite Buch, was ich dort veröffentlicht habe, das ist schon eine Weile her. Nämlich schon 4 Jahre, ne? Tatsächlich, vor 4 Jahren. Oh ja, vor 4,5 Jahren. Habe ich dort mein zweites Buch veröffentlicht und dieses Buch war gedacht für Wartezimmer, für keine Ahnung, wofür ich es gedacht habe, eigentlich fürs Wartezimmer gedacht, dass sich Ärzte ins Wartezimmer legen oder so. Und es ist ein ganz kleines Buch, es kostet nur 5 Euro und es heißt Wartezeit. Und das Bild, was ihr da seht, hier, später Seiten verkehrt, hat die Melissa damals gemalt. Weil ich gesagt habe, mal mir mal ein Bild für mein Buch. Aus diesem Buch möchte ich euch die erste Geschichte vorlesen. Wird das praktisch ein Hörspiel? Beziehungsweise ein, wie heißt das? Ein Podcast mit Video drumherum. Denn ich möchte, und das ist mir ein Anliegen, dass ihr dieses Buch kauft. Bitte geht auf Amazon und kauft dieses Buch. Warum? Weil das auf Platz 2,9 Millionen rumdümpelt. Und ich will wenigstens einmal in den Charts unter 100.000 kommen. Also Platz 100.000, ne? Unten drunter. Meine Bücher dümpeln alle bei 1 Million, 1,7 Millionen. Ich habe 10 Bücher geschrieben. Ihr findet bei Amazon also 10 Bücher von mir. Ja, ich mache jetzt Werbung in eigener Sache, dieser Scheißkerl. Ja, hallo? Braucht ihr keine Kohle? Ich brauche Kohle. Deswegen kauft eins meiner Bücher und weil mir dieses Buch hier am Herz liegt, mir liegen alle Bücher am Herzen. Ihr könnt übrigens auch eine Biografie von mir kaufen, die kostet aber 20 Euro. Die Biografie dürft ihr natürlich auch kaufen, ihr müsst aber nervenstark sein. Zumindest die ersten 100 Seiten sind nicht von schlechten Eltern. Also wenn ihr selbst ein bisschen labil seid mit eurer Kindheit und wenn ihr Schlimmes erlebt habt, dann kauft euch das Buch nicht. Lest es nicht. Hier haben Leute angerufen, die das Buch gekauft haben. Ich habe es schon ein paar Mal verkauft. Die haben mir am Telefon geweint, obwohl sie mich nicht kannten. Haben sie am Telefon geweint und haben gesagt, sie können das Buch nicht weiterlesen. Und ich gesagt, ja, mach bei Seite 150 einfach weiter. Irgendwann hört es trauriger auf. Und aus der Wartezeit möchte ich euch vorlesen, stellvertretend für die 10 anderen Bücher. Weil die alle bei Platz 1 Million, 2 Millionen, aber hier Platz 2,7 oder 2,9 Millionen, glaube ich sogar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will einmal unter 100.000 kommen. Da verdiene ich ja nichts mit. Aufgepasst. Wenn alle 750 Abonnenten dieses Buch kaufen, habe ich 750 Euro verdient. Ich kriege 1 Euro pro Buch. Ja, also es ist nicht so, dass ich damit reich werde. Die von den 5 Euro sehe ich nur einen. Ja, reich werde ich damit nicht. Ich will damit nur mal in die Amazon-Charts. Mit einem meiner Bücher wäre ich ganz gerne mal in den Amazon-Charts. Also nicht, dass ihr denkt, ich werde hier reich. Ich kann euch, glaube ich, sogar sagen, was ich damit verdiene. Denn ich habe das ja hier irgendwo. Jetzt geht natürlich mein Firefox wieder nicht auf. Da ist er doch. Gucken wir mal. Na, was geht denn jetzt ab? Geh weg. Du auch. Ach, weil er abgestürzt war. www.bod.de.
Mal später. MyBUD. Meine E-Mail-Adresse. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Was verdiene ich denn da pro Buch? Na, geh weiter. Steht hier gar nicht. Ich glaube 1,20 Euro oder so. Ja. Also, ihr macht mich auch für das Biografiebuch mit 19,90 Euro kriege ich auch nur 1 Euro. Also pro verkauftes Buch kriege ich in etwa 1 Euro. Ihr macht mich damit nicht reich. Ihr pusht mich aber in den Amazon-Charts. Und das hätte ich gerne. Ihr könnt es auch als E-Book kaufen. Und jetzt lese ich einfach eins vor. So. Die Geschichte heißt Am Bahnhof. Der Koffer wurde langsam schwer und er stellte ihn auf einen der zahlreichen Bänke ab. Zu dieser Tageszeit waren die meisten der Bänke leer. Es war kalt in der Halle, was ihn nicht sonderlich wunderte, denn draußen war es tief verschneit. Das Taxi hatte für die 2 Kilometer von seiner Wohnung bis zum Bahnhof fast 20 Minuten gebraucht. Da wäre er sogar zu Fuß schneller gewesen. Mit dem Koffer wollte er sich das aber nicht antun. Und es war angenehmer, in einem warmen Taxi zu sitzen, als sich 2 Kilometer durch einen Schneesturm zu quälen. Er setzte sich neben den Koffer und zog eine Schachtel Zigaretten aus der Manteltasche. Mit klammen Fingern zündete er sich eine davon an und inhalierte den Rauch. Es wärmte ihn nicht. In dieser Kälte schmecken Zigaretten auch nicht besonders. Er schnippte die angefangene Zigarette auf die Gleise und hoffte, dass es niemand gesehen hat. Ist ja heutzutage alles verboten. Er zog sich den Kragen hoch und versuchte, sich komplett in seinen Mantel zurückzuziehen. Diese Kälte machte ihm wirklich zu schaffen. Da half auch ein dicker Mantel nichts. Jetzt müsste ich wieder von vorne anfangen. Habe ich keinen Bock zu. Er überlegte, zur Bahnhofsmission zu gehen, konnte sich aber vage erinnern, dass man dort nur Bedürftigen aufmacht. Er sah gerade mit diesem Mantel nicht gerade wie ein Bedürftiger aus. Alle Geschäfte in diesem Bahnhof waren noch geschlossen, nicht einmal der Fahrkartenschalter hatte geöffnet. Hatte er alles dabei? Seit Stunden ging er immer und immer wieder seine Papiere, durchsuchte nach den Kreditkarten, zählte das Bargeld, überprüfte die Bahn- und Flugtickets. Aber es war immer noch alles da, genau wie nach dem ersten, dem zweiten und dem dritten Mal. Deswegen beherrschte er sich jetzt und schaute nicht nach seinen Sachen. Der Zug kam doch sowieso in 10 Minuten, das würde er schon noch aushalten. Er dachte an seine Kinder, sicher würden sie noch schlafen. Er vermisste sie jetzt schon. Dabei hatte er ihnen erst vor einer Stunde einen Kuss auf die Stirn gegeben. Die Große flüsterte, ich liebe dich, Papa, und er genoss es. Er war nicht gerne gegangen, aber diesmal musste es sein. Er konnte es nicht schon wieder ablehnen, sonst wäre er bei der nächsten Stufe sicher wieder übergangen worden. Nur Mitarbeiter, die auch mal außer Haus kommen, gehen, bekommen diese Chance. 14 Tage Kanada, das ist doch nicht lange. Viel mehr Sorgen machte er sich darüber, dass ihm die Arbeit gefallen könnte. Was dann? Auswandern? Nach Kanada? Sprachlich wäre es kein Problem. Er sprach fließend Englisch. Auch seine Frau, Lehrerin einer Grundschule, beherrschte die englische Sprache. Die Kinder waren noch klein. Die würden auch so in Kanada zurechtkommen. Seine Frau könnte als Lehrerin einer kanadischen Schule unterkommen. Er hatte das schon recherchiert. In der Schule dort wurden Deutschlehrer gesucht. Und Kinder finden sich immer zurecht. Um die Kids machte er sich keine Sorgen. Seine Firma suchte einen neuen Abteilungsleiter für Kanada. Der alte Chef dort wollte schon letztes Jahr in Pension gehen. Dass sich aber kein Nachfolger fand, wurde da nichts draus. Nun sollte er sich das mal anschauen. Sein Chef hat ihm auf die Schulter geklopft, etwas von beruflicher Weiterentwicklung und toller Chance auf dem Weltmarkt gesprochen. Doch so naiv war er nicht. Von seiner Filiale wollte niemand nach Kanada. Und von den anderen Filialen anscheinend auch nicht, sonst hätte sich ja einer gefunden, der sich das mal anschaut. Ich muss verrückt sein. Unwillkürlich sprach er es laut aus und schüttelte sich dabei den Schnee von der Mütze. Aber es war keiner auf dem Bahnsteig, der ihn hätte hören können. Sollte er einfach zurückgehen und seinem Chef sagen, er hatte sich es anders überlegt? Nein, das wollte er auch nicht. Kanada reizte ihn schon. Und wenn schon, was sind 14 Tage? Er nestelte sich noch eine Zigarette aus der Packung. Diesmal schmeckte sie ihm. Während er die Packung in die Manteltasche zurücksteckte, Die glüht nach.
Während er die Packung in die Manteltasche zurücksteckte, fiel sein Blick auf die Tageszeitung in einem der Papierkörbe. Er stand auf und nahm sie heraus. Er hatte Glück, die Zeitung war von gestern. Er blätterte sofort den Börsenteil auf und vertiefte sich in diverse Aktienkurse, Analysen und Berichte. Von der Wirtschafts- und Bankenkrise hatte seine Firma noch nicht viel bemerkt. Sein Chef war ein konservativer Geschäftsmann durch und durch. Er war sich sicher, wenn die Firma viel Geld verloren hätte, hätte sein Chef seine Angelegenheiten geregelt, sich den Sonntagsanzug angezogen, den Revolver aus dem Tresor geholt und sich verabschiedet. Der Mann hatte noch Anstand. Aber die Firma stand gut, alles war konservativ angelegt. Spekulative Geschäfte ließ man nur in Ausnahmefällen zu. Ausnahmefällen. Sonst würde er jetzt auch nicht hier sitzen und den Flug nach Kanada antreten. Achtung, auf Gleis 3 fährt der ICE von Köln nach Frankfurt ein, bitte treten Sie von den Gleisen zurück. Er faltete die Zeitung zusammen und nahm sich vor, sie mitzunehmen. Er schaute auf das Ende des Gleises und konnte zwei kleine weiße Punkte in der Nacht schimmern sehen, die unaufhörlich näher kamen. Mit diesen beiden Lichtpunkten kam auch die Veränderung in seinem Leben immer näher. Er atmete tief durch. Dann soll es wohl so sein. Er nahm seinen Koffer und stellte sich an das Gleis. Bis Frankfurt ist es nicht weit. Und wenn der Zug keine Verspätung hat, wird er auch wohl seinen Flug bekommen. 11 weitere Geschichten in diesem Stil, die kein wirkliches Ende haben, wo ihr euch was dazu denken müsst. Da wird ja auch gefragt worden, hä? Die Geschichten haben ja gar kein Ende. Nee, haben sie nicht. Das dürft ihr euch ausdenken. Also, geht zu Amazon, guckt, welches Buch euch gefällt und kauft euch bitte eins meiner Bücher. Alle 750 Abonnenten sind dazu aufgefordert, sich eins meiner Bücher zu kaufen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir am Ende des Videos und ich habe noch eine Bitte. Die habe ich jetzt hier versteckt. Ich habe eine Facebook-Seite. Die habe ich unten hingeschrieben, meine Facebook-Seite. Und die dümpeln bei 60 gefällt mir Klicks rum und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. 60 sind zu wenig. Wenn ihr alle 750 da mal kurz rüber guckt, so ein Sekündchen, und auf gefällt mir klickt. Ja. Dann habe ich 810. Das klingt schon besser. Ja, das klingt schon besser. Wenn ihr das mal machen würdet, bitte. Bitte. Ach, was auf meiner Facebook-Seite gibt es Fotos, neueste Videos setze ich rein, die ich danach auf YouTube verlinke. Es gibt Links zu meiner Homepage, die ich habe, die übrigens sehr erfolgreich ist, mit inzwischen 1,3 Millionen Besuchern. Ohne Scheiß. Meine Homepage www.headley.de hat über 1,3 Millionen Besucher. Und da würde ich mich freuen, wenn sich meine Gemeinde erweitert. Erweitert auf Tausende, meine Fans. Gehabt euch wohl. Schönen Sonntag noch. Ciao, Babys. Oh, für Treti noch einmal dampfen. Da kommt ganz schön was raus, ne?